Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde The Samaritan Paradox. Ganz kurz, um keinen Stuss zu erzählen, wollte ich nochmal ganz kurz nachgelesen haben. Und zwar der Autor von Case Rain oder der Macher, der Developer, wie auch immer, Joel Staff. Hier fehlt ein Buchstabe tatsächlich. Wahrscheinlich. Oder Age. Nein, ich denke, hier, da fehlt ein Buchstabe tatsächlich auf Steam bei meiner Seite. Wahrscheinlich wurde ein Zeichen benutzt, was mein Zeichensatz nicht verarbeiten kann. Das heißt, es dürfte kein Ä, Ü oder sowas sein, sondern muss irgendwas Ungewöhnlicheres sein. Keine Ahnung. Und der in Zusammenarbeit mit Petter Ljungquist bringt das Spiel Whispers of a Machine raus. Und da freue ich mich halt drauf. Und ja, dementsprechend wollte ich das halt beide Spiele gespielt haben, in der Hoffnung, weil es wurde angesagt und das hat mich, ja, das interessiert mich, weil mir halt Case Rain so gut gefallen hatte. Weil in Case Rain 2 werden wir zumindest auf nächste Sicht nicht sehen. Vielleicht dann nach dem Projekt, mal gucken. Aber jetzt wollen wir uns mal mit dem Spiel beschäftigen, das wir haben, nicht wahr? Ganz kurz, ich muss mir was umstellen. Nochmal der Ton weg. So, jetzt aber. Okay. Ja, wir haben Telefon. Hatte sie nicht gesagt, sie legt uns irgendwas neben das Telefon? Statue einer Göttin. Sollte sie nicht berühren. Sie sieht zerbrechlich aus. Ja. Gut, dass wir ein Glas Wasser dabei haben. Alter, wir haben wirklich das gefüllte Glas Wasser in der Hosentasche, ne? Der Wochenendhausschlüssel? Doch, Wochenendhausschlüssel. Ah, der Brief. Den sollten wir uns. Ja, mit rechter Maustaste. Das letzte, was Jonathan Sarah geschickt hat, bevor er starb. Wohl wahrscheinlich eher Jonathan, ne? Das scheint ja schwedisch zu sein. Dann sollte der wahrscheinlich. Der Name. Also die Aussprache ist ja oftmals sehr ähnlich, nur dass dann O's und so ja anders ausgesprochen werden, oftmals. Also so ein bisschen anders ausgesprochen werden. Also ich gehe mal mit der deutschen Aussprache der Namen Jonathan. Sarah geschickt hat, bevor er starb. Ein Bild mit einem Text auf der Rückseite. Liebe Tochter, ich hoffe, dir geht es gut in Stockholm. Du vergisst doch nicht deine Familie in Göteborg. Erinnerst du dich an das Spiel, das wir früher gespielt haben? Wäre es nicht schön, wieder zu spielen? Nur der Erinnerung wegen, dein Vater. Okay, wir sind schon mal im richtigen Raum. Das ist die Tapete hier. Hier hinter haben wir den Fireplace. Da ist ein Pferd oder sowas. Und ein Schrank. Und er steht hier. Sieht merkwürdig abgeschnitten aus, als ob was von dem Foto fehlt, ne? Ja, können wir auch wieder raus? Ja. Also der muss hier gestanden. Die Pferdefigur steht falsch rum. Also, ich hätte sie jetzt einfach nur andersrum mal hingestellt. Kann ich nicht? Mit Feuer, na klar. Ich will die Pferdefigur nicht verbrennen. Warum nicht? Ich will das Feuer nicht berühren, okay. Ach Mann, immer diese rechte Maustaste, ne? Aber die stand hier halt andersrum als jetzt bei uns eben gerade. Kann natürlich auch versehen gewesen sein. Rechte Maustaste sagt nur ein Holzpferd, Glas Wasser. Ich habe ein Glas mit Wasser gefüllt. So gut. Okay. Das war das Bild der Göttin. Eine Tür. Ja, gehen wir doch mal durch die Tür. Aha. Ein Buch. Warum nicht? Ich bin immerhin recht anfällig für Schlaflosigkeit. Er hat sich jetzt ein Buch mitgenommen. Was denn für ein Buch? Langweiliges Buch. Scheinbar finden Leute, dass das ein sehr langweiliges Buch ist. Okay, Notizbrett. Die meisten Notizen sind recht alt. Die neueste ist ein Zeitungsausschnitt von vor einem halben Jahr.
Jonathan Bergwells persönlicher Schreibtisch. Ich sollte die Fische nicht stören. Okay, Bücher. Eine Auswahl von Strindberg, etwas von Almquist, eine seltene Ausgabe von Candide, eine Sammlung von Gedichten von Krietz, etwas von jedem, wirklich. In der unteren Ecke ist auch eine Sammlung Schallplatten. King Crimson, Moody Blues, Kaleidoscope, einige aufgenommene Gedichte, einige Platten mit Soundeffekten und eine Platte mit Militärsignalen. Ich habe keinen Grund, Schallplatten mit mir umzutragen. Ja, dann müssen wir noch einen finden. Schreibtisch. Ja, wie? Du guckst in den Schreibtisch nicht rein? Ah, mit rechter Maustaste das Gucken. Ein kleiner Schwarm Guppies bewohnt das noch funktionierende Aquarium. Müsste es nicht bewohnt sein in dem? Ach, egal. Das ist überraschend klein. Und wieso ist hier... Das Bett sieht nicht besonders groß aus. Noch ein Gemälde. Mit dem Gemälde muss ich nichts tun. Okay, gucken wir es uns an. Ein ziemlich buntes Gemälde. Okay. Exiten wir mal. Exiten. Meine rechte Maustaste macht Probleme. Die macht Doppelklicks manchmal. Sieht aus wie eine Nachmachung von Monet. Nachmachung? Replikat. Eine filigrane Elfenbeinstatue, wahrscheinlich aus der Zeit, wo man noch Elfenbein importieren konnte. Wo man noch? Als man noch? Ja, also ich bin mir nicht so sicher, ob ich die Übersetzer hier so toll finde, die das gemacht haben. Sockel. Da sind vier Löcher oben. Vier Löcher. Ja, wenn ich bloß was wüsste, was vier Beine hätte. Ja, nicht ziehen. Draufklicken. Die Hufe des Pferdes passen genau in die vier Löcher der Oberfläche. Und jetzt? Ich kann das Pferd im oder gegen den Uhrzeiger drin sind drehen oder es mitnehmen. Ha. Gut. Ich nehme es erstmal mit. Klang wie ein Uhrwerk, das zurückgesetzt wurde, als ich das Pferd nahm. Gut, dann gehen wir mal durch die Tür. Das ist Veronika, die sie pflegt. Deswegen sitzt Veronika da und guckt fern, während die arme alte Dame im Rollstuhl da in der Ecke sitzt und nichts zur Unterhaltung hat. Das macht Sinn. Gut, sprechen wir mal mit der guten Signe. Excuse me, Signe? Nein, sie reagiert überhaupt nicht. Dann sprechen wir mal mit Veronika. Hello there. Hi. Sie müssen Veronika sein. You must be Veronica. That's me, and you must be Ord, Sarah's boyfriend. Indeed, nice to meet you. Yes, nice to finally meet you. Well, it's great that Sarah has someone to support her through this. I don't see her all that often these days, but I really like her. Smart and strong-willed. You'd better hold on to her. Yes, I had. Hadn't I? Yes, I had. Hadn't I? Zumindest bis ich damit fertig bin, ihr zu helfen. It's funny. I reckon her boyfriend would be more of a... Yes? Jock, I guess. A go-getter kind of person. You're pleasantly laid back. Thanks. I guess. Also verbringen Sie viel Zeit hier? So, you spend a lot of time here? You could say that. Especially after Jonathan died.
But even before that, I mean, I was nursing him a whole lot too, frankly. Oh, he was needy? Hasn't Sarah told you about her father yet? Well, she will. He was getting more absent-minded by the day, like an old professor. I didn't mind taking care of him, too. They pay me well and treat me like family. Okay. Ja gut, ich darf ja, Frage nach, ah ja, ich darf ja nach dem Buch nicht fragen an sich. Ja? I don't know anything special about it. I do recognize it, but I've never thought about it. Jonathan war ein berühmter Autor, Journalist und Autor. Seine Motivation war es, Ungerechtigkeiten aufzudecken und regierende Mächte in Frage zu stellen. He was kind to me, but there wasn't much we could talk about. You know, he was very into politics and literature and everything. He was very passionate about stuff. If something on the news got him upset, he'd talk about it all day. Then he'd go to his chamber and write about it. He always expected you to have strong opinions about stuff and to be interested in stuff, you know? Okay. Jonathan war Sarah. Sarah weigert sich, nach dem Buch ihres Vaters zu suchen, geschweige denn es zu lesen. Es macht ihr aber nichts, dass ich danach suche. Ich glaube, aus irgendeinem Grund vertraut sie mir. Okay, fragen wir nach Sarah. Oh, I don't know her that well. She's been here more often lately, after Jonathan passed away. She must be very busy in Stockholm. I bet she works all the time. Yeah, yeah, she does. Bin mal gespannt, was Sarah so macht. Gut, danach sollen wir nicht wirklich fragen. Das haben wir klar gesagt bekommen. Nicht danach fragen. Falls uns das andere nichts bringt, mache ich es trotzdem mal. Ich will wissen, was passiert. Sarah's mother was diagnosed with Alzheimer's a couple years ago. It's sad. What did she do before she got ill? When she was really young, she worked in the military. She was based on Fardo, before they shut down all the military facilities there. Exactly what she did, I'm not sure of. Okay. Ich bezweifle, dass Veronika Interesse hätte, darüber zu reden. Okay. Ja doch, ich frag mal danach. Ich sollte das geheime Buch nicht erwähnen, aber vielleicht kann ich die Frage ein wenig umformulieren. So, did Jonathan have any writing projects going on by the time he passed away? Well, he had officially retired. But I think he was still writing stuff. Maybe his memoir or something. I wasn't particularly involved in all that. He kept returning to his cabin to write, but he never mentioned what it was. You seem very interested. Are you a writer too? Wouldn't surprise me. Ich sollte vorsichtig sein. Sarah bat mich darum, keine Spur aus Fragen zu hinterlassen. Oh, actually, I do write occasionally. Never mind. I was just curious. Jonathan Bergwald is a big name, after all. I knew you were a writer. You talk like one. Just like Jonathan. Okay, da haben wir, glaube ich, alles. Kleiner Ventilator. Wir klauen den kleinen Ventilator. Nun, es ist ja nicht so, dass jemand ihn bald vermissen würde. Es ist eher kühl. Hochzeitsfoto. Ich brauche dieses Foto nicht wirklich, aber wir wollen es angucken. Ein Foto eines Hochzeitspaars. Wahrscheinlich Jonathan und Signe. Weiß nicht, sprechen sie Signe aus, aber ja, ich tendiere dazu, dass die Originalsprache halt mit dem Schwedischen eher Signe wäre, aber ich weiß es nicht. Können wir, oh, das wäre mal cool. Ein altmodisches Grammophon. Viel kann ich nicht außer Platten spielen. Ja. Ich kann den ganzen Tag kurbeln, aber ohne Platte ist das eher sinnlos. Ja. Hat sie vielleicht eine Platte, die sie mag? Hello there. Hi. All right, I have to go. Nice to meet you, Ord. Come back and chat whenever you feel like it. This job is getting increasingly unsocial. I will. Oh, and don't worry, by the way. I can keep a secret. Oh, thanks. Good.
Welches Geheimnis will sie denn bewahren? Ah, sie schlummert. Excuse me, Signy? Okay. Vielleicht ist sie später ja mal wach. Brieföffner. Das sollte ich behalten. Na klar, das ist natürlich. Weißt du, hier drüber, der wird jetzt doch gesagt, hey, den Ventilator würde ich mir vermünzen, aber beim Brieföffner, den sollte ich bald behalten. Ein kleiner Schrank ist nah am Eingang. Ich will das Wochenendhaus nicht ohne Grund durchsuchen. Hä? Ich will das Wochenendhaus. Hä? Ich klicke auf den Sekretär und da sagt er mir, ich will das Wochenendhaus nicht ohne Grund durchsuchen? Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Kann ich im Spiel mal kurz die Sprache ändern? Geht das? Gleichzeitig ansehen. Ein Inventarausbier wird ein Rechtsklickes abwählen. Okay. Linksklick auf den Boden oder andere leere Räume, um dorthin zu gehen. Linksklick auf Dinge und Charaktere, um mit ihnen zu interagieren. Wenn du ein Inventarobjekt aktiviert hast, wird ein Linksklick versuchen, es zu beenden. Rechtsklick auf Inventarobjekte zeigt manchmal eine Nahaufnahme für weitere... Verzeihung. Für weitere Untersuchungen oder Manipulationen. Das Notizbuch anklicken, um neue Notizen oder alte, aktualisierte zu finden. Diese helfen dir, deine Ziele im Auge zu behalten. Du kannst manchmal nach Einträgen im Notizbuch fragen. Wenn du mit anderen Charakteren sprichst, markiere das gewünschte Thema und klicke danach Fragen. Wenn verfügbar, klicke auf das Buch-Icon, um in die Bücherwelt zu wechseln und erneut, um sie zu verlassen. Da kommt ja wohl noch was Interessantes auf uns zu. Auch noch ein bisschen leiser die Musik. Ich habe das Spiel noch mal ein bisschen lauter gemacht, in der Hoffnung, dass die Stimmen dann ein bisschen lauter sind. Ich nehme nicht an, dass das Buch-Icon ist. Papiermesser? Brieföffner! Oh Mann, also die Übersetzer, ne? Die Übersetzer. Langweiliges Buch. Pferdefigur. Brief. Könnten noch mal gucken, ob wir uns jetzt eine Schallplatte nehmen können, weil wir wissen ja jetzt, wo wir sie benutzen können. Aber ich wüsste halt ehrlich gesagt nicht, was für eine. Ich denke, ich könnte diese Platte mit Militärsignalen nutzen. Oh Gott, da kommt jetzt hier die Hardcore-Militärsignale gleich aus dem Ding raus. Hoffentlich nimmt uns das Veronika nicht übel. Das erste Lied heißt Reveil. Aufwachen. Signe. Ach, das. Ja, jetzt ist sie wach. Hello there, Signe. Who are you? I'm Ord. I'm... A friend of Sarah's? Have you seen my husband? I'm afraid I haven't. He should be around to see me off. I'll soon be off to Fardo, I mean. You're going to the islands? To the cabin? What cabin? I'm going to the base to work. I understand. The war may be over, but we can never trust the Russians. Okay. Mein Gott, sie ist in den 40ern stecken geblieben. Of course. Of course what? The Russians. They... Who are you? Where is Jonathan? Sorry, Signe. I have to go now. Okay, war wohl nicht die beste Aktion, sie aufzuwecken. Ich würde gerne nochmal nach ihr Hello fragen. There. Hi! Signe Bergwehr. Sarah's mother was diagnosed with Alzheimer's a couple years ago. It's sad. What did she do before she got ill? When she was really young, she worked in the military. She was based on Fardo, before they shut down all the military facilities there. Ah, doch, das hatte sie schon mal erzählt, ne? Exactly what she did, I'm not sure of. Ja. Ans Ende konnte ich mich erinnern, aber irgendwie das mit dem Alzheimer hatte ich vergessen. Das mit dem Sekretär? Ich will das Wochenendhaus nicht ohne Grund besuchen. Das ist hier nicht das Wochenendhaus. Ist merkwürdig.
Ein wärmendes Feuer. Ich muss mir echt eine neue Maus besorgen. Das mit dem Rechtsklick ist ja furchtbar. Hier merkt man das halt so richtig. Bei den meisten Spielen hat man das ja nicht so... Huch. Ach du Schande, das ist alles ein Haus. Ach du Schande. Kassettenrekorder? Momentan ist keine Kassette drin. Magazin. Sustainable Charity. Bezahlbare Charity irgendwie? Ist das das Richtige? Oder unterstützbare? Oder aufrechterhaltbare? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was Sustainability, was Sustainable sauber heißt. Muss ich zugeben. Monthly Review. Porträt eines Poeten. Ich habe keine Lust, das Magazin zu lesen. Okay. Also müssen wir erst wieder einen Grund finden, damit wir das Magazin lesen. Es ist keine Kassette drin. Dem Globus muss ich nichts tun. Es ist die Welt. Ein Kompass. Den klauen wir doch bestimmt, oder? Ja, natürlich. Ich nehme mir irgendein Buch heraus und schaue kurz hinein. Eins seiner eigenen Bücher. Der Fall des Volkshauses. Klingt langweilig. Nochmal. Eine Bibel. Das Lesezeichen steckt in der Offenbarung des Johannes und den vier Reitern. Was? Ein Buch über mythologische Monster. Ah, jetzt wiederholt sich's. Okay. Nein, das ist nur Zufall. Oh Gott. Ein Buch über Herkules, den griechischen Helden. Eine Erzählung seiner 12 Aufgaben. Ach du Schande. Das ist ja... Okay, das kann man wohl eine Weile machen. Wir haben einen Kompass. Ein Papier... ein Brieföffner. Ein Kleinventilator. Tja, und dann auch noch das Pferd. Gut, gucken wir mal in die Kiste da rein, die da unten steht. Hauptsächlich alte Fotoalben. Viele Bilder, wie Jonathan Sarah als Kind hält. Es hat eine Notiz mit zum Wegwerfen drauf. Sarah hat wohl begonnen mit der Hausräumung anzufangen. Ey, das, warum denn ausgerechnet so eine Bilder wegschmeißen? War der so ein fürchterlicher Vater? Ich trage schon meine Jacke, deswegen gehst du nicht an den Schrank ran, okay. Ja, du kommst nicht zum Keller, weil da eine Kiste steht, ne? Okay, dann lass uns zu Ortshaus reisen. Zum Bergwell-Anwesen reisen. Nach Fardo. Na gut, dann gehen wir mal nach Fardo. Ich denke, ich habe eigentlich alles sowas gemacht. Zum Hafen von Fardo reisen. Ehrlich gesagt, sollte ich Spuren, die ich habe, folgen, bevor ich mich anderen Schauplätzen widme. Okay. Nach Hause reisen. Will ich diesen blöden Fernseher mal ausmachen? Bitte. Das Rauschen nervt. Ganz dezent. Ich hatte mal eine schöne Wohnung. Voller schöner Dinge. Jetzt habe ich das hier. Okay. Ich habe nichts gegen Ikea-Möbel. Ikea-Möbel sind gut. Ich bin kein großer Fan von Abwaschen, aber ich habe schon Schlimmeres gesehen. Du Ärmster. Okay, den Wochenendhausschlüssel. Langweiliges Buch. Scheinbar finden es Leute dieses Buch langweilig. Pferdefigur. Der Ventilator, das Papiermesser, der Kompass. Ich telefonieren kann, ob mir das vielleicht was bringt. Ja, rufen wir mal Magnus an. Tut. Muss ich jetzt drücken oder nicht? Ich drück mal nochmal. Magnus here. Hey, it's me. Ord, my friend. Was geschieht hier? Nothing much. We're
Having a dinner tonight. Some friends are coming over. Some of Anika's colleagues, and... well... Yeah? It's all right. I can take it. Joanna's coming too? Yep. It's all right, Magnus. I'm over her. I don't dwell on that anymore. Cool. I've got drawn into a real adventure. Really? See, I told you. Tell me what's going on. It's a long story, really. But I'm helping Jonathan Bergwall's daughter find a secret novel. She really trusts me. I can move around the Bergwall mansion freely. Well, you do have a trustworthy air about you. A bit of a pushover air about you, really. Oh, look who's talking, Mr. Babyface. You look so harmless. The police use pictures of you to calm down rioters. Oh, yeah? Yeah. All right, I gotta get back to the case. Say hello to Anika for me. Oh, well. And, lunch on Friday? Sure, Magnus. Siehst so harmlos aus. Sie zeigen aufständig ein Bild von dir, um sie zu beruhigen. So geil. Den merke ich mir. Den finde ich echt gut. Ich bin einfach zufriedenzustellen, ich weiß. Aber ich finde ihn gut. Er gefällt mir wirklich gut. Wir sind bei 26 Minuten. Ich würde sagen, wir machen uns trotzdem wieder zurück ins andere Anwesen. Ich denke, ich habe da noch irgendwas Wichtiges übersehen. Und dann gucken wir nochmal. Auf jeden Fall jetzt erstmal eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao. Euer Sunny.